Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Es ist jetzt schon länger kein Part mehr gekommen, kein Part Dying Light 2 mehr. Dementsprechend habe ich halt auch länger nicht mehr aufgenommen. Eigentlich versuche ich ja immer so ein bisschen vorzuproduzieren. Das ging jetzt hier bei Dying Light nicht. Vor allem, weil ich Kirby vorproduziert habe. Und auch nebenbei Red Steel gespielt habe. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie man hier runterkommt. Ja, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir gehen einfach erstmal zum Ziel. Ja, ich habe währenddessen auch Dying Light gespielt. Red Steel gespielt, wollte ich sagen. Dumm. Und deswegen konnte ich kein Dying Light aufnehmen, weil das Ganze einfach so viel Zeit gefressen hat. Oh, cool. Hier ist noch so eine Station, in der wir uns Honig und Kamille abholen können. Ja. Aber ich denke, das wird sich jetzt bessern, gerade da Red Steel ja jetzt vorbei ist, also durch ist, fertig Let's Played ist. Und ich auch einige Kirby-Parts schon vorproduziert habe. Heißt, das Ganze wird wieder besser. Wir werden auch mehr Dying Light wieder spielen. Und ich denke, ich werde jetzt auch erstmal einen Tag Pause machen. Damit ich halt so einen kleinen Puffer habe. Aber generell, ja. Ja, weiß ich noch nicht. Ich denke, es wird auf jeden Fall einen Tag nach dem Red Steel rauskommt. Direkt morgen sein sollte. Werde ich auf jeden Fall erstmal Pause machen. Um das Ganze hier dann ein bisschen besser durchkriegen zu können. Es wird wahrscheinlich nicht viel helfen, aber es muss auf jeden Fall sein. Was müssen wir denn machen? Ach so, wir... Ja, stimmt. Ich wusste gar nicht mehr, wo wir sind. Ja, es muss auf jeden Fall sein, weil ich sonst gar nicht hinterherkomme. Ich habe halt auch noch viele andere Sachen zu tun. Ah, nicht besser. Aber es wird schon wieder heilen. Irgendwann. Ah, na toll. Was ist los? Ich hatte die Ehre, die Banditen zu treffen, von denen du erzählt hast. Die meinten, du hättest vorgehabt, Dodger doch übers Ohr zu hauen. Na gut, ich geb's zu. Aber es sollte nur dieses eine Mal sein. Dodger hätte nie was rausgekriegt. Und warum würde man jemanden bestehlen, der einem Arbeit gibt? Kapier's doch. Ich lebe von der Hand in den Mund. Und ich dachte, nur dieses eine Mal tue ich so, als hätte er mich reingelegt und streiche einfach alles selber ein. Nur einmal im Leben was für mich haben. Und die Banditen? Ich dachte, ein Überfall macht das Ganze glaubwürdiger. Hätte nicht gedacht, dass die mir dann ans Leder wollen. Bin wahrscheinlich ein ziemlicher Idiot, oder? Ja. So. Ja. Schlau seiner Bande zu vertrauen. Das passiert, wenn man so gierig ist. Ich bin nicht gierig, nur verzweifelt. Nee, eben. Er ist nur verzweifelt. Ich habe ein kaputtes Bein und weiß nicht, wann ich wieder arbeiten kann. Was ist eigentlich mit denen passiert? Sie haben versucht, mich umzubringen. War aber nichts. Ja. Und die Ware? Hast du die? Ja. Ich habe alles. Ich flehe dich an. Erzähl Dodger nichts. Wenn du das machst, bin ich geliefert. Bitte bring ihm alles, was du hast. Sag Dodger, dass ich wieder im Geschäft bin, sobald mein Bein wieder heil ist. Erstmal, wo hast du die Typen gefunden? Mit solchen Gaunern eingelassen? Es hörte sich am Anfang ganz vernünftig an. Ein bisschen Mithilfe für einen Anteil. Dann tauchen die mit Klaus auf, diesen Psycho. Verdammt, ich bin so ein Vollidiot. Ich hab mir das alles selbst zuzuschreiben. Erzähl Deutscher nichts. Bitte. Ja, passiert. Man macht Fehler. Ach, komm schon, Mann. Ohne Arbeit verhungere ich. Ich mach sowas nie wieder. Ich schwöre. Dass ich nicht lache. Ja. Mit der Nummer soll ich dir auch nur ein Wort glauben. Glaub mir, ich habe meine Lektion gelernt. Sowas mache ich nie wieder. Mal sehen. Der lügt doch nur, der Typ. Der lügt doch nur rum. Bringen Sie die... Ernsthaft müssen wir jetzt? Also ich würde das tatsächlich behalten eigentlich. Mein... Er sollte seine Lektion gelernt haben.
auch ohne, dass wir die Ware abliefern. Das war knapp. Ich bin zwar eher auf dem Rand gelandet, aber ja, okay. Na gut. Gut, dann bringen wir die Ware halt weg. Aber vertrauen tue ich dem kein bisschen. Ich vertraue dem kein bisschen. Der macht ja nur sowas. Der meint ja ständig, ja, ich mach sowas nie wieder. Und ein paar Stunden später steckt er schon wieder in den nächsten Scheiße drin. Achso, Moment, wer ist Dodger? Das Schlimmste. Ist das? Ah, okay, das ist doch der Banditenchef da. Was hast du für mich? Na, erstmal habe ich die Filter hier gefunden. Gut, nicht gerade ein Sechser im Lotto, aber ich verkaufe sie und streiche einen schönen Gewinn ein. Was ist hiermit? Eine Flasche Cognac und eine Kiste Zigarren. Genau meine Kragenweite. Ja. Siehst du, ich habe doch gesagt, in der Militärbasis gibt's was Wertvolles. Siehst du, Urban? Habe ich ein Näschen für gute Sachen oder nicht? Ja, wirklich? Arschgeil. Darf ich über Herrschen reden? Was wollte Hubert? Geil. Vor mir kneifen, stimmt's? Ja, ich habe ihm geholfen und hier ist sein Kram. Also habe ich die Vorräte für ihn besorgt. Er sollte zum Arzt. Zumindest sollte mal jemand nach ihm sehen, während er wieder auf die Beine kommt. Ja. Ja, er braucht definitiv einen Arzt. Wovon redest du? Du weißt ja, wie es heißt. Vertrau auf Gott. Aber brich deinem Kamel die Beine. Nur für den Fall. Guten Tag. Was? Der Psycho arbeitet für dich? Tja, doppelt hält besser. Du wolltest mich umlegen? Wer redet denn von umlegen? Ich habe Klaus nur gesagt, er soll die Beute holen. Er ist manchmal ein bisschen übereifrig. Du Drecksack. Du warst mir einfach nützlich. Ich wusste nicht, wie ich an Hubi rankomme, und dann kamst du. Ich habe gewartet, bis du weg warst, und habe ihn dann mal besucht. Was hast du mit ihm gemacht? Er hatte schreckliche Schmerzen wegen seinem gebrochenen Bein. Also habe ich ihm das andere auch noch gebrochen, zum Ausgleich. Das passiert, ja, fair. Wenn man Dodger bescheißen will. Bist du total übergeschnappt? Hey, bleib mal schön auf dem Teppich. Duralex, Sedlex. Wir leben in gnadenlosen Zeiten, also muss auch das Gesetz gnadenlos sein. Er hatte seine Lektion doch gelernt, er wollte es nie wieder tun. Ach ja? Mhm. Bist du dir da sicher? Nein. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute der Halbaffe schon beschissen hat? Ja. Leute, die einfach so leben wollen. Die ihre Familien ernähren müssen. Dass der mal in Schwierigkeiten kommt, war seit langem klar. Das glaube ich nämlich auch. Er hat bekommen, was er verdient. Und er zieht niemand Aber mehr über den Tisch. Denk dran. Aber die sind vollkommen durchgedreht. Geht den Bach runter, da brauchen wir sie umso mehr. Ohne sie wären wir nicht besser als ein Haufen Ratten. Das nennst du Regeln befolgen? Deine ja. Regeln? Das lasse ich dir nicht durchgehen. Ich erzähle Karl alles. Karl? Der rührt mich nicht an. Ich weiß zu viel über ihn. Ich weiß zu viel über jeden. Selbst Lukas hat mich respektiert. Wer meinst du steckt hinter seinem Tod? Barney? Sophie? Barney und Sophie sind doch nur zwei Gören, die in einem viel zu großen Sandkasten spielen. Andererseits sind sie vollkommen durchgeknallt. Man weiß nie, was für Schwachsinn denen einfällt. Ich weiß nur eins. Wer zu neugierig ist, darf sich nicht wundern. Danke für dein Mitgefühl, aber das kannst du dir sparen. Ich habe dein Potenzial von Anfang an erkannt. Aber ich musste rausfinden, mit wem ich es hier wirklich zu tun habe. Und wie war ich? Und wie war ich? Erstaunlich gut. Du musst aber trotzdem noch viel lernen, Bürschchen. Du hast mich angelogen, was Hubi angeht. Aiden, Aiden, Aiden. In dieser Welt gibt's keine Heiligen. Märtyrer vielleicht, wenn du dich abmurksen lässt. Ich hab ihn nicht angelogen. Reines Gewissen. Reines Gewissen. Wunderbar. Hier hat niemand ein reines Gewissen. Und weil du noch lebst, auch du nicht. Ich habe ihm vielleicht was verschwiegen, aber ich habe ihn nicht angelogen. Pilger? Wovor rennst du weg?
Hier, steck dir den Test in den Arsch. Sag dir nächstes Mal einen anderen dummen. Ja. Ich denke, wir sehen uns, Aiden. Das denke ich auch, aber nicht, weil ich es will, sondern weil er wahrscheinlich eine Quest für uns hat. Ja, okay. Also, die vom Teppich runter sind, sind auf jeden Fall die beiden hier. Auf jeden Fall die beiden. Wahrscheinlich noch die ganzen Leute, die für die beiden arbeiten. Aber wir sind, denke ich mal, guck mal hier. Nein. Wir sind komplett bodenständig, die beiden hier vollkommen durchgedreht. Ach du Scheiße, ey. Okay, schauen wir mal. Was ist denn die nächste Quest? Lassen laden. Beutequelle. Das vermisste Person. Nebenquest. Nebenquest? Achso, Moment. Beutequelle. Story. Achso, Moment, hä? Was wurde denn gerade hier als Beutequelle angezeigt? Ach, das ist hier. Ach, was ein Scheißdreck. Komm, lass da hin. Und dann geht's weiter. Oh Mann, ey. Ich denke mir so, hä, was? Wo ist denn die Hauptquest? Ich dachte, die wird immer get markiert werden. Aber ich frag mich halt auch, was das hier ist. Aktuelles Missionsziel. Okay, ja, das ist beides, aber was soll denn dieser Strich da drunter heißen? Ah. Komisch. Achso, Moment. Wir können die Quest... Hallo? Kann ich das... Warum kann ich das... Achso, ich muss halten. Ach man. Und woran sieht man dann, was die Hauptquest ist? Gar nicht? Story Quest. Ey, warum wird die denn nicht vernünftig markiert? Die Story Quest. Hm. Naja, okay. Die lassen wir alle links liegen. Ich würde gern ein bisschen... Okay. Ich würde gern ein bisschen questen. Ein paar Dinge abschließen. Nee. Der wird nicht gehen gelassen. Wie läuft's, Junge? Der wird... Ich bin Karl offenbar vor dir begegnet. Und Sophie, ich erledige gerade einen Auftrag für sie. Ja. Einen Auftrag? Ihrem Bruder den Arsch zu retten. Gut. Verschaff dir ihr Vertrauen. Vielleicht weiß Sophie was über Lucas Tod. Hier passiert kaum was, ohne dass sie es weiß. Außer wenn es um ihren durchgeknallten Bruder geht. Nimm dich vom Barney in Acht. Er ist eine ziemliche Knalltüte. Hier, okay. Deine... Zutaten. Bitteschön. Gut. Ich wünschte, der Metallschrott hätte etwas mehr Öl. Aber... Ach nein, okay. Kannst du nicht einfach mal für das dankbar sein, was du hast? Richtig. Ich schwöre, jeden Tag muss ich mir diesen Scheiß anhören. Okay. Okay. Voila. Schon fertig. Hier, riech mal. Wow. Das riecht... Das ist... Oh Mann, das ist ja himmlisch. Was ist das? Dummer kleiner Junge. Zu jung, um das zu kennen, was? Das ist der Geruch eines Neuwagens. Eines Autos? Geil. Bist du enttäuscht? Der Duft des Luxus ist die Basisnote. Selbstvertrauen ist die Herznote und das Aroma des Risikos und Abenteuers ist die Kopfnote. Ja. Alles, wovon du träumst, ist, den Motor anzulassen und in den Sonnenuntergang zu fahren. Hört sich geil an. Tausend Dank, dass du mir geholfen hast. Im Gegensatz zu gewissen anderen Menschen. Hier, nimm dies. Ich habe es mit Turn Me On eingerieben. Das wird dich daran erinnern, dich ab und zu auf deinen Geruchssinn zu verlassen. Nice, danke. Ey, coole Idee. Geruch eines Neuwagens, nice. In solchen Zeiten auf jeden Fall sehr viel wert. Aber auch in unseren Zeiten jetzt. Etwas, was man nicht so oft riecht. So, suchen Sie nach Cliff an der Teufelsbrücke. Ich denke, wir machen das mal als nächstes. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Let's go. Aber bei solchen Sachen, bei solchen Nebenquests und so, frage ich mich halt auch immer,
wie lange dieses Let's Play noch gehen wird. Oder ob das nicht vielleicht zu lang gehen wird. Weil Dying Light... auch der erste Teil, ich weiß noch, das war nicht ohne, was es da an Nebenquests gab. Das war schon einiges. Ich weiß nicht, ob wir alle Nebenquests machen werden. Das weiß ich halt echt noch nicht. Würde es eigentlich gern probieren, würde es eigentlich gern durchziehen, aber... Ja. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie gesagt. Ich möchte halt noch andere Sachen let's playen. Und vielleicht werde ich dann Dying Light immer mal wieder pausieren. Und dann... Komm, gehen wir runter. Was musst du denn dafür drücken? C oder nicht? Ja, okay, vielleicht habe ich es einfach gerade nicht gebraucht. Wie auch immer. Ah, Zombie verfolgt uns nicht? Okay. Ja, ich werde Dying Light wahrscheinlich dann immer pausieren. Ab und zu. Wenn ich mal ein anderes... nein, hoch! Ein anderes Let's Play führen möchte. Hallo? Mach doch, geh doch hoch! Was macht der? Okay. Und sonst werde ich halt die anderen Let's Plays machen. Ah, okay. Na gut. Warum geht hier denn nicht der dieser Timer runter? Wir sind doch vollkommen isoliert von der Sonne. Ja, okay, da scheint sie ein bisschen durch. Aber hier? Hier sind wir voll im Schatten. Aber spätestens hier, oder nicht? Warum läuft der Timer denn nicht ab? Ja, okay, dann nicht. Aber ja, wie gesagt, ich muss mal schauen, wie ich das mit der... ich dachte, das wäre eine Knarre. Ja, okay. Wie ich das mit dem Let's Play mache. Ja, aber hier dann, ne? Ja, okay. Ja gut, egal. Was finden wir hier so vor? Also erstmal so eine kleine Kiste. Fuck, ist die Kiste hässlich. Wird sich doch niemand in den... Oh, cool. Das wird sich doch niemand ins Haus stellen, oder? Vor allem wird man nicht so viel Schrott da reinpacken. Also das finde ich noch ein bisschen uncool eigentlich. Dass in den Kisten einfach so viel Schrott ist und dann ganz oben da irgendwas Brauchbares liegt. Und das hier mit den... Mit den Türen, wo die Knäufe fehlen, bin ich auch nicht so ein Fan von. Könnte man in jedes Haus rein, wäre es vielleicht was anderes. Aber... Ah, okay. Aber kann man ja nicht. Man kann ja nur in ausgewählte Häuser rein. Also warum? Alter, ist das... War es auch schon vorher so? Da habe ich ja überhaupt nicht drauf geachtet. Alter. Das Blut, holy shit. Aber hier auch. Wie unsauber wurde denn hier gearbeitet? Ja, keine Ahnung. Irgendwie wirkt Dying Light 2 noch so ein bisschen unfertig, oder? Oder halt nicht wie ein Spiel, was von einem großen Entwickler produziert wurde, sondern halt eher wie so ein Seven Days to Die. Irgendwie sowas. Auch irgendwie wie so ein, oder vielleicht wie so ein älteres Spiel. Ja, keine Ahnung. Wo war ich gerade? Ich wollte irgendwas erzählen, hab's jetzt schon wieder vergessen, keine Ahnung, aber ich denke, man weiß, was ich sagen wollte. Ich denke, man weiß das. Ja. Ach ja, genau. Mit den Gebäuden, in die man rein kann. Man kann ja nur in ausgewählte Gebäude rein. Und ich finde, da sollte man dann wenigstens darauf achten, dass man überlang kann.
und durch jede Tür gehen kann. Oder nur... Beziehungsweise nur halt ab und zu mal sowas einbaut. Also so eine Tür mit so einem fehlenden Knauf einbaut. Hallo, triff ihn doch! Alter, ey. Ah, der ist noch nicht down. Jetzt aber. Alter. Wäre auf jeden Fall angebracht. Hä? Hier waren wir schon? Okay. Ja gut, dann hätte ich hier tatsächlich schon früher runtergekonnt. Und mir wird ja sogar angezeigt, wo wir hin müssen. Hier können wir aber nicht durch. Ja, wow. Okay. Aber hier ist zumindest nochmal eine Kiste. Na, komm schon. Na, komm. Ah. So, jetzt aber. Oh, Mann. Oh, cool, eine Machete. Die haben wir gebraucht. Die haben wir echt gebraucht. Weil unsere Sachen nach und nach alle kaputt gehen. Beziehungsweise wir bräuchten wahrscheinlich auch mal eine Knarre. Das war eigentlich auch ganz geil. Hier können wir... durch und hier geht's runter. Ah, was? Aha, Drecksau. Alter. Hat meine Box gerade reagiert. Auf Drecksau, sehr gut. Weiß nicht, ob man es gehört hat, aber gemeint ist eine gewisse Box von Amazon. Ja. Ich glaube, ich... einen Moment. Machen wir die mal stumm, ne? Okay. So, hier ist wieder ein Dietrich-Spielchen. Was war direkt knacken, sehr gut. Und hier ist wieder... eine Waffe. Und ein Shortcut. Alles klar. Aber wir gehen direkt weiter. Hallo. Damien? Damien? Nee, ich bin Cliff. Wow, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wache. Ja. Moment, halt. Das stimmt wohl. Damien schickt mich. Wie bist du entkommen? Entkommen? Ich hab keinen Grund zu entkommen, Mann. Dann bist du gar nicht... Du arbeitest mit denen zusammen, richtig? Ja. Cliff, hör zu. Was ich wissen will, weißt du was über den Mord an Commander Lucas? Der PK-Commander? Was ist mit dem? Haben du oder deine Leute ihn erledigt? Scheiße, nein, wir sind noch nicht lebensmüde. Außerdem haben wir größere Fische an der Angel. Wie dich, okay. Beispielsweise. Mich? Was zum Teufel soll das denn heißen? Du und Damien, ihr habt das noch nicht kapiert? Na gut. Ich liebe meinen Bruder, aber er ist ein Trottel. Das war er schon immer. Damien per Funk anrufen. Ich denke, Damien kann uns jetzt auch nicht mehr viel helfen. Du hast deinen eigenen Bruder dazu verleitet, unschuldige Männer in den Tod also, zu schicken, nur um mich zu finden? Fragen wir mal, was hier los ist. Erklären? Oder eher als Gegenleistung für okay. Das, was du von Dylan gekriegt hast. Warte. Alles klar, Alter. Wo ist er? Keine Ahnung, die haben mir nicht alle Details erzählt. Aiden, bist du da? Hast du Cliff gefunden? Ja, das wird dir aber nicht gefallen. Damien, Bruder, leider ist jetzt kein guter Zeitpunkt zum Plaudern. Ja. Und was dich angeht, du hast endlich Dr. Walls gefunden. Der Haken, er hat dich gefunden. Okay, dann wird's mal wieder Zeit, ein paar Leute abzumetzeln. Das ist ja Männer. Das ist der Kerl,
der das Spielzeug vom Doc geklaut hat. Cliff? Scheiße, was? Was sagst du da? Der Doc wird ganz aus dem Häuschen sein. Ja, das wird er. Nachdem er gesehen hat, dass ihr alle tot seid. Ihr Drecksäue. Ah, scheiße. Zack, der ist weg. Und er... noch nicht ganz. Ah, scheiße. Oh, shit, noch ein... Nein, scheiße. Nein, nein. Ah. Respawn. Spawnen wir vor der Tür? Ja, wir spawnen vor der Tür. Das war aber auch dumm. War dumm von mir. Hä, was? Ach so. Ja, okay. Zwei. Okay. Dann können wir durchwechseln. Ach, wir haben volle Gesundheit. Ja, gut, alles klar. Na gut, nehmen wir mal die Waffe. Die sind jetzt nicht so stark, die Gegner. Ja, moin, was geht? Das Gespräch hatten wir schon, deswegen skippe ich alles durch. Was ist hier los? Ah ne, ich hätte mal per Funk anrufen sollen, ne? Am Machen war ja sowieso. Scheiß drauf. Komm, diesmal machen wir so. Ne, ihr seid zu langsam. Guck mal, wie easy ich euch mache. Ich bin scheißtot. Na komm. Komm, mach. Traut euch. Zack, einer down. Zweiter down. Jawohl. Sehr schön. Wir hätten schön auf ihn einschlagen können. Ah, was? Da kommen noch mehr. Was heißt hier Feuer frei? Alles klar. Okay. Komm, komm, komm. Heal, heal, heal. Okay. Sehr schön. Ah, er hat gemisst. Schon wieder irgendein Drecksack von hinten, oder was? Scheiße. Nein, ach komm schon. Alter, was ist das? Ah, vor allem, dass man hier andauernd durchgehen muss. Okay, rufen wir mal Damien per Funk an. Damien, hier ist Aiden. Hörst du mich? Verstanden. Hast du Cliff gefunden? Ja, aber... Hey, Kumpel, das war echt eine große Hilfe, dass du uns all die Kids geschickt hast. Hast den Boss richtig glücklich gemacht. Waltz? Ja, ist hier der Boss. Der Boss? Cliff? Was? Was? Ich verstehe nicht. Ja, sie haben mich mitgenommen. Aber ich habe mich dann schnell dem Team angeschlossen. Musstest du tun, als ob sie mich umbringen, damit du mitspielst und die Befehle befolgst. Jetzt hör auf zu flennen. Das war die einzige Möglichkeit, dass du mitspielst. Wie konntest du mir das antun? Und all den Kids, die ich für dich angeschleppt habe. In den Tod. Keine Sorge, Bruder. Alles für das Allgemeinwohl. Wessen Allgemeinwohl? Na, das war der Boss natürlich. Und gerade jetzt hast du den Typen geliefert, den der Boss am meisten wollte. Ja, nice. Hat er gut gemacht. Das ist der Kerl, der das Spielzeug vom Doc geklappt hat. Cliff? Ja, ist tot. Durchsuchen Sie das Gebäude, ist fertig. Ich denke, wir gehen mal nach hier oben. Guck mal, zack, der ist direkt weg. Und... Wir können auch mal ein bisschen aggressiver spielen. Ach, scheiße. Aber aufladen sollten wir trotzdem nicht. Zack. Ja. Genau dasselbe denke ich auch über euch. Holy shit. Ach, komm schon. Ich wollte den Part eigentlich beenden. Fehlt doch nicht immer.
Aber nach oben zu gehen ist gut. Nach oben zu gehen ist gut. Das machen wir. Nein. Nein, nein, das lassen wir sein. Ah, scheiße. Zack. Der ist schon mal weg. Komm schon, Mann. Hau sie doch weg. Kommt halt hoch. Immer noch genauso scheiße wie vorher. Scheiß Dreck. Oh, Alter. Ah. Scheiße. Komm. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, nice. Nein, als ob. Als ob er getroffen hat. Hab ich... Nein, ich hab nichts mehr zum Healen. Mach euch fertig. Hoffe ich. Ins Inventar. Ja, erstmal schön ganz locker ins Inventar. Sehr gut. Aufputschmittel, Immunität. Ah, nee. Arznei. Wir brauchen Arznei. Maximal herstellen. Guck mal. Sehr gut. Nein, nein! Oh, du Drecksack! Nein! Das kann es nicht sein, Alter! Das kann es nicht sein! Was? Wer auf mich zugerannt kam. Ja, komm, mach diese Scheiße weg. Alter, ist das nervig. Ist das nervig. So. Oh, den haben wir auch... Oh, Alter, den haben wir richtig schön in die Spikes reingeschleudert. Boah, Alter. Schön mit den Spikes arbeiten. Ich glaube, das ist echt gut. Komm, mach. Okay, schön. Schöne Hits. Nice. Sehr gut. Holy shit. Und ich hätte hier einen Speer gehabt. Damit hätte ich die richtig fett wegmachen können. Gelegenheitswaffe. Alter, habe ich hier noch den... Zack. Okay, sehr schön. Hat er seine Waffe fallen gelassen? Oder ist das einfach nur... Ja, okay. Das wird nichts sein. Okay, alles klar. Zerbrochene Schaufel haben wir noch bekommen. Ja, geht weg. Den will ich nicht. Können wir uns gar nicht an Spikes verletzen? Okay, sehr komisch. Aber nun gut. Finden Sie Cliff. Und das, meine lieben Leute, das werden wir im nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann schauen wir im nächsten Part mal, wo sich Cliff befindet.